Hallöchen, heute ist zwar nicht Sonntag, aber ich wollte es endlich hinter mich bringen. War ziemlich turbulent, ziemlich viel zu tun, aber erstmal das Intro und dann geht's weiter. So, da sind wir wieder. Handy und Kaffee steht bereit. Frage-Antwort-Video. Hat man mit Absicht heute nur vier rausgesucht. Nehmt es mir nicht übel, wenn eure Frage jetzt nicht dabei ist, aber Zeit ist Geld und ich habe beides nicht. Tja, wir starten gleich mal. Und zwar Mr. Amkis RC Channel. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Hallo, ich habe da noch eine Frage. Welche Empfänger sind mit der Absima CR3P noch nutzbar? Welche Akkus nutzt du für den Max? Danke im Voraus. Absima. Shit. Ich bin natürlich wieder top vorbereitet, wie immer. Nicht. Shit. Also, bei der Absima CR3P kannst du alle GT2-Empfänger benutzen, soweit ich bis jetzt noch informiert bin. Ich habe jetzt leider keinen hier rumliegen, den ich dir zeigen könnte. Aber die sind relativ günstig. Selbst die Originalen von Absima sind nicht besonders teuer, aber die billigsten bekommst du bei Hobby King. Die kosten, glaube ich, zurzeit 5 Euro das Stück circa. Das sind diese Orangen, da steht aber direkt GT2 drauf. Also alle überall nur GT2. Es gibt ja auch diese GT2E oder sowas. Die gehen, soweit ich weiß, nicht immer mit allen Funken, aber die normalen, wo nur GT2 da steht, die sollten eigentlich überall funktionieren. Also die bei Hobby King kann ich dir empfehlen. Wenn du Interesse an so einen Empfänger hast, dann kannst du ja einfach bei Facebook oder sowas mir eine Mail schreiben und dann schicke ich dir den Link. Dann, welche Akkus nutzt du für den Max? Die habe ich gerade hier liegen. Das sind die hier. Das sind Zippies, auch von Hobby King natürlich. 2S mit 7600 mA, 30C reichen vollkommen aus. Das ist das Maximale, was reinpasst. XT90 dran. Ja, die gehen gut. Die sind auch preislich voll okay und voll im Rahmen. Deswegen, die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. 3S kann ich dir leider nicht sagen, weil ich fahre mein Max nur auf 4S. Das reicht mir. Ja, so viel dazu. Kommen wir gleich zur nächsten Frage von Martin Verbrennermotor. Cooler Name auf jeden Fall. Hi, tolles Frage. Achso, Frage-Antwort-Video. Meine Frage ist, wie du den Absima AB1 Buggy 1 zu 10 Brushed findest und welche Brushless-Kombo du einbauen würdest. Danke. Tja, der AB1 ist ja so ein typisches Einsteigermodell. Aber da ist unbedingt eine Brushless-Kombo einbauen, wenn dann auf jeden Fall irgendwas, was nicht so viel Bums hat. Weiß nicht, so eine Carson Dragster oder sowas. Oder bei Hobby King mal gucken nach irgendwas mit nicht so viel KV. Sonst denke ich mal, zerreißt du die Karre. Ich bin jetzt nicht so komplett im Bilde von dem Auto, ob da das Getriebe, ob die Diffs, ob das alles so toll ist, weiß ich es gar nicht. Weil mit so 1 zu 10er und dann auch noch brushed, befasse ich mich eigentlich relativ wenig. Das Auto an sich sieht auf Bildern ist relativ grundsolide aus. Also hat auf jeden Fall Metallantriebswellen, also Knochen, Alu-Topdeck, ja, aber das ist ja preislich ist ja auf jeden Fall okay, finde ich. Aber was du da für eine Kombo einbauen sollst, pff. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, irgendwas mit bisschen weniger KV, lieber mehr Turns fahren. Ich glaube, da bist du sicherer dabei. Also da würde ich es jetzt nicht so übertreiben. Ja, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie gesagt, viel Zeit ist auch heute nicht da. Von Modellbau Pascal RC. Ich habe eine Frage noch. Okay. Was hältst du von den Slash 2WD? Was sollte man verbessern? Oh Gott. Also, Slash 2WD hatte ich ja. Wissen wahrscheinlich die meisten.
Wo ich den zum Schluss verkauft habe, war nichts mehr original. Ich hatte den komplett auf Proline umgebaut. Also ich hatte Querlenker für Proline, Antriebswellen, Outdrives, Diffbox, LCG-Chassis hatte ich verbaut. Ich hatte das Einzige, was noch original war, war glaube ich die Dämpfer. Rest, Dämpferbrücken, alles war von Proline. Was man verbessern sollte. Auf jeden Fall gebe ich euch den Tipp. Baut nicht so viel an dem Slash 2WD rum. Also immer wenn ihr mehr rumbaut, wird das Ding immer mehr anfälliger. Und irgendwann habt ihr da so viel Kohle reingebuttert, da denkt ihr euch, what the fuck. Also ich habe meinen 2WD damals für 209 neu gekauft. Das war ein XL5, ein Brushed. Und am Ende sind da sicherlich 1000 Euro oder mehr reingeflossen. Und er war immer noch nicht haltbar. Ich hatte dann ständig nur noch Diff-Probleme. Also was ihr auf jeden Fall ändern solltet, wenn ihr, es kommt drauf an, wenn ihr 2S fahrt, reichen ein paar Stahlantriebswellen und das Ding ist eigentlich dann unkaputtbar. Wenn ihr 3S fahrt, solltet ihr auf jeden Fall euch einen Heavy-Duty-Diff holen. Ja, ansonsten ist bei dem Auto nicht viel. Ich würde da nur noch empfehlen, wenn irgendwas kaputt geht, wie zum Beispiel mal ein Querlenker, was aber da muss man schon hart irgendwo gegenfahren. Dann gegen RPM austauschen oder halt gegen Proline. Die von Proline, die sind richtig dick. Da passiert dann auch nie wieder was. Ansonsten ist das Auto eigentlich top. Man darf halt nur nicht zu viel rumbasteln. Ist mein Tipp so. Und am besten bleibt ihr bei 12 mm Mitnehmer. Ich habe damals 17 mm genommen, obwohl die fast gleich sind vom Durchmesser, aber irgendwie hatte ich danach mehr Probleme als vorher mit 12 mm Reifen. Tja, so viel dazu. Dann haben wir noch eine Frage von Carbon Tuner Team. Gutes Video, weiter so. Was hältst du vom Stroke E und was sollte man gleich verbessern? Boah, der Stroke E ist ein grundsolider Buggy, stinknormaler 1,8er Buggy, wie man das Layout ist halt bekannt, ne? Das ist halt nichts Besonderes, aber halt wie gesagt grundsolide Technik. Eigentlich verbessern sollte man da nicht viel, finde ich. Man kann vielleicht ein bisschen gucken von der Wettbewerbsversion, immer mal so ein bisschen upgraden, würde ich dir empfehlen, so im Laufe der Zeit, wenn mal irgendwas ist. Wenn zum Beispiel eine Antriebswelle oder ein Outdrive mal kaputt geht, dann CVD einbauen meinetwegen und so würde ich es machen. Also so von Anfang an verbessern würde ich an dem Auto eigentlich jetzt erstmal nichts soweit. Jo. Die Reifen sind scheiße. Ja. Sonst finde ich da eigentlich nichts Schlechtes dran. Ja, so viel dazu. Noch ein Stückchen Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Infovideo machen werde. Oder ob ich da jetzt nochmal ein separates Video mache. Aber ich denke mal, ich mache nochmal ein separates Video. Also nicht ein direktes Infovideo, sondern einfach so, warum, weshalb, wieso. Weil ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, es kommen schon wieder keine Videos mehr. Das hat auch einen ganz triftigen und wichtigen Grund. Aber dazu werde ich dann in einem anderen Video, vielleicht kommt es sogar heute nochmal was dazu sagen. Tja, bis dahin soll es erstmal gewesen sein jetzt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir fangen mal, Moment. Messer gesucht. Wir fangen mal an.